Guten Tag, liebe YouTube-Gemeinde. Ich zeige euch heute, wie man aus Gartenkräutern einen leckeren Salat macht bzw. sich gesund ernährt. Ne? Also, ich bin der ACDC, das heißt Achim der Clou. Ne? Meine Freundin nennt mich auch der Blitz. So, das hier ist das sogenannte Klettlabkraut. Das klebt am Körper, guckst du hier. Und das hier ist der sogenannte Girsch. Erkennt man an dem dreieckigen Stiel, an den Blüten, die so ein bisschen aussehen wie Schafgarbe. Und dass immer drei, diese magische drei Blätter sind da immer dran. Hier, da. Ne? Ja, das ist also gut zum Austreiben der Harnsäure. Hier oben ist noch ein Insekt drin, das werde ich dann nachher essen. Das hat viel Eiweiß. Ja, das sogenannte Klettlabkraut, das macht praktisch die Lymphe sauber. Ne? Da sind so kleine Härchen dran und dann kann man seine Lymphe sauber machen. Das heißt, wenn man das gegessen hat, muss man aufpassen, dass man möglichst nach einer halben Stunde mal auf die Toilette geht und pullert. Weil dann kommt nämlich das alles raus, das ganze schlechte Zeug. Ja, jetzt wenden wir uns dem Girsch zu. Wie gesagt, man erkennt ihn immer an den drei Blättern und der ist gut gegen Harnsäure. Ja, also wenn man Gicht hat oder viel Harnsäure im Körper, schlechte Nierenwerte, dann esst viel Girsch. Ja. Wie gesagt, ernährt euch gesund, dann lebt ihr lange. Dann überlebt ihr sogar vielleicht noch den Achim. Wie gesagt, liebe Grüße von Achim, dem Clou. Liebe Grüße, bleibt gesund.